Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1701. Und ja, es geht hier weiter. Da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, logischerweise. Genau. Ja, also das ist auch wieder hier. Wobei. Achso, hier. Also die so eine Insel, ne? Drei Kontore, das muss man erstmal hinkriegen. Und dann ist hier der Igor Jägerow. Okay, das ist nicht mein Schiff, das ist schon mal Es gut kann zu sofort wissen. losgehen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt eine Insel erobern gehen, allerdings, wenn ich jetzt hier Soldaten drauf tue, dann ist der Castelli nicht so glücklich darüber. Denn mit den Pikenieren könnte ich bestimmt schnell zu diesem Markthaus hier durchlaufen. Mit den Kriegsschiffen zerstöre ich das Kontor und dann habe ich hier eine tolle Produktion, sogar eine Edelsteinmine. Ach du Scheiße. Tja. Kapitän auf der Brücke. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Hier sehe ich Kapitän auf der Brücke. etwas, was noch aufgehoben werden kann. Aber ansonsten auch nicht viel mehr, okay. Ahoi. So, 35 Tonnen Kakao, das ist doch auch super. Kapitän auf der Brücke. Und das laden wir auch mal alles ab. Kapitän Ach, auf der ich muss Brücke. die Musik wieder leiser machen. Sonst gibt's wieder Ärger. Ja, wobei Ärger ist ja Es kann sofort losgehen. eher freundliche Hinweise. So. Jetzt müssten wir theoretisch auch schon die ersten. Ja, den ersten Honig, der ist auch schon da. Das heißt, wir können jetzt mal hier aus Spaß schon mal eine Pralinenbäcker hinbauen. Wohin ist die Frage? Ja, euch kann ich leider nicht mehr gebrauchen. Weder das Gebäude umplatzieren. Hey, ihr da! Könntet ihr mir vielleicht bei einer Kleinigkeit behilflich sein? So, bergen Sie das Treibgut. Boah, und wieder so in unmittelbarer Nähe. Das ist doch traumhaft. Ach du Scheiße. Alle Schiffe einsatzbereit! Ja, dann würde ich mal sagen, Feuer frei. Ahoi! Tja, euch. Wird Euch ausgeführt. lade ich hier oben ab. Damit wir da nicht, falls der Igor Jägerow plant, die Insel da oben anzugreifen, kann ich da mich gut verteidigen. Zwei ihrer Mitspieler befinden sich Ah im ja, Krieg und die für miteinander. den Krieg, das ist schon mal sehr, sehr schön. So. Ja, das Gefecht gewinnen wir auch, Warte zumal auf ja hier oben Anweisung. noch unser drittes kleines Kriegsschiff dazukommt. Ja, Warte auf das Anweisung. war's dann auch damit. Dann kannst du dich Hisst die Segel. hier reparieren lassen und Warte auf Anweisung. du gehst jetzt mal das Treibgut bergen. Hervorragend. Die Überfahrt hat sich ausgezahlt. So, er kauft keinen Tabak ein, aber wie zum Teufel kriegt er denn jetzt hier seine Kaufleute glücklich? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Kapitän auf der Brücke. So, und das würde ich dann ganz gerne so einmal machen. Das ist natürlich die Frage. Okay, das füllt sich auf, das ist sehr gut. Das Lager scheint voll zu sein. Was nimmst du denn mit? 16 Tonnen Lampenmüll, 30 Tonnen Honig. Das sieht doch gut aus. Wo fährt denn. Ach, da war es gerade. Okay. Einer ihrer Betriebe stellt Ja. keine Waren mehr her. Dann ist immer ein bisschen problematisch, wenn man blaue Farbe hat und dann auf dem Meer, auf der Minimap einen Warte auf blauen Punkt Anweisung. sucht. Aber das kriegen wir hin. Also die lade ich dann hier oben aus. Denn hier der Kollege hat ja schon wieder ein Handelsschiff irgendwo gebaut und das Alle kommt da drei ja Reihen jetzt auch zum schon Angriff. runter. Außer du musst In da. die Wanden, Männer. Gut. Kapitän auf der Brücke.
So, also. Da fährt wieder der Pirat vorbei. Und hier ist das kleine Handelsschiff. Traumhaft. Ja, es gibt ja Neuigkeiten zu Anno 1800. Der Release wurde ja verschoben. Und für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen. Ihr kommt wie gerufen. Lasst ärgerlich. Uns den Auftrag abschließen. Ich muss ehrlich gestehen, für mich. Mir passt das ganz gut. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen gewesen. Denn der 26. Februar, das ursprüngliche Release-Datum, war ja. Ich sehe, seid ihr als Handler war ja, äußerst verlässlich. Oder läge direkt in meiner Klausurenphase. Das heißt, das wäre eng geworden mit Let's Play und alles Möglichen. Und als dann gestern Abend die Meldung kam, wird verschoben auf den 16. April. Ja, da sind nur Vorlesungen, in Anführungsstrichen. Zumindest jetzt nicht, wo ich dann besonders viele lernen müsste. Oh Mann, ey, oh Mann. Die Sau. So einen habe ich ja noch nie erlebt. So, wir haben zum Glück gerade ganz viel Geld. Man greift eines ihrer Gebäude so. An. Und jetzt hole ich mir auch das wieder zurück. Denn da werde ich. Ah ja, wir können auch ein bisschen was rekrutieren. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Oder will ich das? Eines ihrer ja. Handelsgebäude wurde in Schutt und Asche gelegt. Was hat er denn hier überhaupt? Also zuerst einmal muss ich jetzt dieses beschissene Handelsschiff versenken gehen, wo auch immer das gerade ist. Oh. Warte auf Anweisung. Dankeschön. Die werden wir auch mal sofort wieder hier. Da unten ist es. Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Bereit machen zum Feuer. Das schnappe ich mir jetzt. Kann sofort losgehen. Einheit ausgehoben. So, hervorragend. Jawohl. Die können dann da sofort angreifen. Und ihr Jawohl. Könnt auch angreifen. Eieiei. Ei, ei. Die Truppen sind bereit. So, okay. Alle Schiffe, Feuer frei! Das werde ich ihm nicht überlassen. Gut. Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Wir sind weg. So, die sind weg. Dann machen wir jetzt. Kümmern wir uns hier um die nächsten. Habt Acht. Im Gleichschritt. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Wie es aussieht. Ein Gegner hat eines ihrer Handelsgebäude zerstört. Eine ihrer Truppen steht unter Beschuss. Wir sind bereit. Jawohl. Wir sind bereit. Wir rücken. Was? Arschloch. Leider kann ich den Türmen auch nicht sagen, was die angreifen sollen. Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. So. Ach Mann, und hier ist natürlich der Radius wieder nicht gegeben. Ach Mann. Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Dann werden wir das ganz kurz so machen. Angetreten. Wir können dann eigentlich schon wieder das Haus angreifen gehen. Warte mal. Wo ist denn jetzt die Einheit hin? Ich weiß es nicht. Ach, mein Schiff ist da. Traumhaft. So. Dann räumen wir diesen Scheiß jetzt mal hier erstmal weg. Ja, das ist natürlich auch wieder super, dass jetzt diese Türme
Na gut, den hat er gar nicht im Radius. Die Truppen sind bereit. Die Armee ist kampfbereit. Ab, ab. Wir rücken vor. Jawohl. So. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ein Spion hat Nachforschungen über sie angestellt. Hm. Ein Handelsgebäude kann. Bisschen ärgerlich. Alle Schiffe Segel hissen. Da fahren wir direkt mal hoch. Ja, weil alle da Schiffe schon wieder das nächste Schiff unterwegs ist. Alle beidrehen zum Angriff. Oh, und ich sehe gerade. Oh, ich sehe das da. Kapitän auf der Brücke. Das gefällt mir auch nicht. Kapitän auf der Brücke. So, also Zeit. Du kommst weg. Da möchte ich kein Geld ausgeben. So, und dann brauchen wir noch einmal den Fischer hier unten. Dann passt das jetzt auch erstmal wieder. Ah ja, und hier wird noch mal ein bisschen Krieg geführt, das ist doch sehr schön. Es kann sofort losgehen. Ach. Da hat mir jemand, ich glaube Florian war das, unter das letzte Video geschrieben, dass ich Lampenöl zweimal eingeladen habe. Das habe ich dann auch geantwortet und gesagt, okay, wird sofort korrigiert. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Gut. Hier kriegen wir gratis. Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Gratis Waren, zum Beispiel. Ui, Diamanten. Die Flotte ist bereit. Das ist super. Können wir direkt verladen gehen und das nächste auch wieder versenken. Was mache ich mit euch jetzt? Tja, eigentlich könnte ich mit denen mal einen kleinen Angriff wagen. Denn die ist mir ein bisschen zu teuer. Das sind 8 Einheiten, also 160 Unterhalt. Und das ist mir ein bisschen zu viel. So, jetzt muss ich nochmal. Alle Schiffe einsatzbereit. Was macht ihr da jetzt? Hä? Nix, okay. Alle Schiffe Segel hissen! Alle Schiffe Segel hissen! Ich bin bereit, dir Frieden zu gewähren! Die Flotte ist bereit! Ich sehe, wir verstehen. Das ist immer super Kapitän Geld, muss ich zugeben. Kapitän auf der Brücke. Das ist dann wieder Kakao oder Dias, je nachdem. Das gute Geschäft mit euch entschädigt für die weitere. Also geldtechnisch sieht es gerade bei uns ziemlich gut aus. Kapitän auf der Brücke. Ziegel. Aha. In die Bandenmänner. Noch mehr Ziegel. Da wir gerade sowieso keine Ziegel produzieren, können wir die gerne mitnehmen. Sieht das bei ihm hier aus? Boah, hat er viele Truppen. Das ist nicht schlecht. Gut. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, Erfinder ist da. Ja, bringt uns jetzt auch nicht so viel. Ja, wobei, wir könnten. Ja, erforsch mal den Kanonenturm. Den brauchen wir nämlich bald. So, also wir haben jetzt an sich beides schon in Produktion, also Lampenöl und eine Praline, Produktion aber natürlich nicht so, dass wir da jetzt groß aufsteigen können, denn wir haben eine Pralinenkonvisserie und noch nicht mal eine Kakaofarm. Die wollen wir nämlich dann hierhin bauen. Aber da brauchen wir natürlich erstmal die passenden Schiffe, damit wir die Baumaterialien darüber fahren können. Und ja, so viel dazu.
Gut. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Ach ja, die Anno 1800 Beta steht ja bald an, die Closed Beta. Und die zweite gute Nachricht war ja gestern auf Twitter, dass, dass die nicht unter NDA steht. Das heißt, man darf da Videos machen, streamen, da kann man da. Also da ist einem keine Grenze gesetzt. Und das finde ich super. Das heißt, sollte ich es tatsächlich schaffen, da ein Beta-Key zu bekommen, könnte ich mir durchaus vorstellen, das ist ja gar nicht nett von dir, da mal einen Stream zu machen. Und ein paar Videos natürlich. Also da, wer da Lust hat, der kann ja mal auf Twitch vorbeischauen. Da werde ich das Ganze dann auch veranstalten. Es kann sofort losgehen. So, jetzt haben wir erstmal Lampenöl. Super. Was sagt denn unser Lager? Ja, Kakao wird weniger. Stoffe sind voll, also da haben wir eine Überproduktion. Warte auf Anweisung. Und wo bleiben... Achso, die Schiffe sind hier oben, genau. Ja. Also, wie gesagt, Anno 1800, sollte ich da in die Beta reinkommen, dann können wir da auf jeden Fall nochmal abends gemütlich Anno 1800 das erste Mal spielen. Wo ich mich natürlich auch schon extrem drauf freue. Eines neuen Gebäudes abgeschlossen. Und jetzt können wir hier die tollen Kanonentürme bauen. Sollte mir der Igor Jägerow wieder den Krieg erklären. Denn diese Dinger hier, die sind mir viel zu teuer im Unterhalt. Ich glaube 15 Unterhalt und das ist viel zu viel Geld. Ja. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. So, wo das? Irgendwo da, wo ich es nicht sehe. Also kann es mir egal sein. Die Truppen sind bereit. Das Schiff hier, das möchte ich ganz gerne entladen. Und dann noch ein bisschen Baumaterialien mitnehmen. Kapitän auf der Brücke. Warte auf Anweisung. So. In die Wanden, Männer. Fährst mal zur Werft. Das sind jetzt zwei Ladekammern, die wir damit füllen können. Also hier möchte ich ganz gerne nochmal mehr Walfett produzieren. Denn ich habe so das Gefühl, ja, 10 Tonnen, die reichen ganz und gar nicht. So, sind wir auch nur noch fast im Minus. Hier können wir... Wir könnten mal ein paar Bärenbürger einziehen lassen. Das wäre, glaube ich, mal ein ganz guter Plan. Zur Not bauen wir hier oben noch eine Schule. Mal, das müsste jetzt aber eigentlich passen. Ich könnte dich abreißen und da eine Schule reinsetzen. Wäre das was? Punkt drehen. Ja, das wäre super. Dann machen wir das. Dann können wir hier eine ganze Menge mehr Häuser. Nein. Passt doch nicht. Wieso nicht? Weil's. Ja, weil es doch 5 sind, habe ich mich verzählt. Ja komm, dann können wir dich jetzt auch noch abreißen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Passt das. Dann haben wir jetzt hier nämlich viel mehr Häuser, die wir aufsteigen lassen können. Ja. Ahoi. Warte auf Anweisung. Hier kommt dann noch mal ein bisschen davon was. Ja, gut. Das war ja mal kurz spannend hier mit dem Igor Jägerow. Da müssen wir auf jeden Fall höllisch aufpassen, dass der da nicht nochmal raufkommt. Denn das ist immer extrem ärgerlich. Ups. So. Soweit so gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für die heutige Folge. Am nächsten müssen wir dann hier unsere Lehmvorkommen mal erschließen. Und dann gucken wir mal, was wir alles noch so Schönes veranstalten. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen.
Und vielleicht sehen wir uns dann ja in einem Anno 1800 Stream oder im nächsten Anno-Video mal schauen. Also, bis dahin. Tschüss.